Kennst du den heimlichen Gedankenmüll, der mit Sicherheit bei dir auch über 50% deiner Gedanken ausmacht? Heimlich ist er deswegen, weil du ihn entweder gar nicht bemerkst, weil er unbewusst geschieht, oder du bemerkst ihn, aber ignorierst ihn einfach, lässt ihn vorbeiziehen, Gedanken kommen, Gedanken gehen und beachtest ihn nicht weiter. Doch welche fatalen Folgen dieser Gedankenmüll bei dir auslöst, bemerkst du an der Realität deines Lebens. Denn hättest du nur positive, hilfreiche Gedanken, dann hättest du auch ein positives, hilfreiches Leben. Eine Realität, in der nur das passiert, was für dich wünschenswert ist. Weil all das, was passiert, kannst du beeinflussen. Und um es zu beeinflussen, musst du den Gedanken dazu haben, dass du es beeinflussen kannst, wie du es beeinflussen kannst. Und dann musst du diesen Gedanken natürlich auch noch umsetzen. Das Erste ist also zu bemerken, welche Gedanken für dich so am ganzen Tag passieren und ob sie hilfreich sind oder nicht. Und dabei betrachten wir nicht, dass du darüber nachdenkst, ist das jetzt, was ich jetzt gerade denke, für mich hilfreich? Sondern wir fragen deinen Körper, was der aus diesem Gedanken, den du gerade gehabt hast, was der daraus macht. Denn er erzeugt aus diesem Gedanken erst einmal Gefühle. Diese Gefühle wahrzunehmen, ist die hilfreichste Methode, unbewusste Gedanken zu erkennen oder eben vielleicht sogar bewusste Gedanken besser bewerten zu können. Und ich möchte dir heute Themen und Eigenschaften an die Hand geben, damit du besser einschätzen kannst, welche Gefühle wie zu betrachten sind, ob der Gedanke, der damit verbunden ist, der dieses Gefühl ausgelöst hat, für dich hilfreich war oder nicht. Erst einmal gibt es natürlich immer die einfache Kategorie, oh, es passiert jetzt gerade etwas Unangenehmes. Das wäre sozusagen die grobe Kategorie. Unangenehm heißt natürlich immer, dass das, was da vorher passiert ist, auch unangenehm war und dir Energie rauben wird. Weil der Körper mag keine unangenehmen Sachen. Aber wir wollen, um jetzt diesen unbewussten Gedanken besser auf die Spur kommen zu können, wollen wir Eigenschaften beurteilen. Und diese Eigenschaften, die mit den Gefühlen verbunden sind, repräsentieren viel, viel besser die Möglichkeit zu unterscheiden, ob dieser Gedanke, der dort vorausgegangen ist, ob der hilfreich war oder nicht. Und eine dieser Eigenschaften ist zum Beispiel die Leichtigkeit. Oder die Schwere. Wenn du das Gefühl hast, dass dir etwas schwer fällt, dann ist das, was da vorausgegangen ist, erst einmal als unangenehm, schwer klassifiziert. Und dann wird es dir mit Sicherheit Energie abfordern, diesen Zustand zu beseitigen. Und dann gibt es logischerweise eine ganze Menge Folgegedanken, aber die Grundlage, der Ausgangspunkt ist erst einmal, ist das, was da passiert, als schwerer oder eher schwer beurteilt oder eher leicht. Leichtigkeit ist etwas, was ein anzustrebender Zustand ist. Und demzufolge kannst du sagen, wenn du einen Gedanken bemerkst, der schwer ist, dann könntest du sagen, was möchte ich denn stattdessen? Und du kannst diesem gegenüberstellen Leichtigkeit. Und wenn Leichtigkeit zu erreichen wäre, kannst du sagen, wie kann ich diese Leichtigkeit erreichen? Was kann ich tun, um Leichtigkeit zu erreichen? Dann hättest du etwas dafür getan, die Schwere umzuwandeln in Leichtigkeit. Die zweite Eigenschaft, die du betrachten kannst, wenn du einen Gedanken wahrnehmen möchtest, ist dieser Gedanke mit Helligkeit verbunden.
oder mit Dunkelheit. Du denkst an deine Zukunft und überlegst, ist es eher eine dunkle Zukunft, die dich erwartet, oder ist es eine helle Zukunft, eine strahlende Zukunft, die dich erwartet? Und du könntest wieder diesen Gedanken wahrnehmen. Oh, das, was auf uns zukommt, ist dunkel, düster, unangenehm. Und dann kannst du wieder sagen, was hätte ich denn stattdessen? Wie kann ich dafür sorgen, dass diese Zukunft heller, leuchtender wird? Und das wäre die zweite Eigenschaft, die wir betrachten können. Die dritte Eigenschaft eines Gedankens kann sein, es ist eine eingrenzende Eigenschaft, die die Freiheit eben ermöglicht oder sie eingrenzt. Zum Beispiel der Gedanke, ich muss etwas tun. Etwas tun zu müssen, schränkt natürlich immer die Freiheit ein, weil du dir sagst, ich hätte gerne etwas anderes gemacht, aber ich muss das jetzt tun. Das ist für dich erstmal unangenehm. Und unangenehme Sachen sorgen wieder dafür, dass Energie verloren geht. Also wäre die Möglichkeit zu sagen, die unangenehmen Sachen, die eingrenzenden Sachen, die beengenden Angelegenheiten, könntest du dich entscheiden zu sagen, ich würde gerne die Freiheit haben, das tun zu wollen oder zu können. Und diese Freiheit sorgt dafür, dass es dir mehr Energie geben kann, als es dir Energie abzieht. Und wenn du dich dann vom Gedanken, ich muss, verabschiedest und sagst, ich kann das zu machen, dann hast du diese Möglichkeit erreicht, die unangenehmen Gedanken in angenehme Gedanken umzuwandeln. Und eine vierte Eigenschaft wäre die Kraft spendende oder kraftraubende Möglichkeit. Wenn du einen Gedanken hast, der dir Kraft raubt, weil es mit Aufwand verbunden ist, weil es viel von der Vorstellung her viel Kraft erfordert, dann wäre es auch etwas, was du gedanklich umwandeln solltest in einen kraftspendenden, wenn du dieses Ziel erreicht hast, das zu tun, was du möchtest oder was du glaubst, was hilfreich für dich ist, dann ist es etwas Kraftspendendes, weil das Ergebnis ist meistens sehr erfreulich. Es ist schön, wenn du es erreicht hast, endlich hinter dir hast und so weiter und so fort. Und damit wäre das Ergebnis zu betrachten viel, viel kraftspendender, als das zu betrachten, was dem gegenübersteht, nämlich den Aufwand zu betrachten. Weil Aufwand ist immer erstmal notwendig und du könntest dir sagen, okay, einmal habe ich diesen Aufwand und dann kann ich lange, lange, lange Zeit mich an diesem Ergebnis erfreuen. Und damit wäre die kraftspendende Seite viel, viel größer als die kraftraubende. Und dann gibt es noch als letztes, als fünfte Möglichkeit, die Eigenschaft, dass etwas lähmend ist, ein Zustand oder ein Vorhaben, wenn du daran denkst, dass es dich auslaugt und sagt, oh, ich habe keine Kraft, ich habe keine Lust, ich habe keine Möglichkeit, das zu schaffen. Und diese lähmende Eigenschaft wäre auch etwas, was dir sehr viel Energie raubt. Und dann logischerweise dafür sorgt, dass das, was du tun willst, nicht getan werden kann. Und demzufolge wäre es genauso wieder vorstellbar, dass du das, den Nutzen einer Eigenschaft, Nutzen des Gedankens, ein Nutzen der Tat, die dann dem Gedanken folgt, siehst. Und das dir so viel Freude spendet, dass du sagst, okay, das lohnt sich, das anzugehen. Das lohnt sich, diese Energie zu investieren. Das lohnt sich und wird mein Leben lebendiger machen, freundlicher machen, angenehmer machen. Und damit hätte ich viel, viel, viel mehr Kraft, Tatkraft und Möglichkeiten, weitere Sachen anzugehen, wenn ich das eine erstmal geschafft habe.
diese Möglichkeiten dann lieber mit Leichtigkeit, mit strahlender Helligkeit, mit Freiheit, mit kraftspendenden und mit belebenden Gedanken zu ersetzen. Das sind diese Möglichkeiten, die du hast, schon allein als Grundlage der Vorbereitung der Energierevolution, diese Gedanken zu betrachten und dich zu entscheiden, die bessere, angenehme, hilfreicheren Gedanken dem gegenüberzustellen, was möchte ich, statt dem, was ich immer nicht möchte. Beobachte also deine Gedanken, finde die heraus, die dir schon hilfreich sind, und wandle die anderen, die dir noch nicht hilfreich genug sind, um in die, die dir dann, wenn du sie beachtest, bessere Ergebnisse erzeugen. Dazu wünsche ich dir viel Erfolg und allzeit hohe, gute Energie.